Wenn sich die Geister materialisierten, sich also zeigen, konnten sie Fotos von ihnen machen und auf Gemälde malen lassen. Es waren bestimmt 100 Gemälde, die da hingen. Wie ein Schrein? Ja, wie ein Schrein. Das war ein kleiner Altar und Weihrauch und andere Utensilien, die sie in den Anbetungsstunden benutzten für bestimmte Geister. Einige dieser Gegenstände waren aus purem Gold, sagte der Priester. Es war eine unvergleichbare Erfahrung, das zu sehen. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie diesen Raum betraten? Ich fühlte, dass diese Leute Macht hatten, und sie hatten eine Menge davon. Fühltest du dich zur Macht hingezogen? Ja und nein. Sie hatten ihm gegenüber gemischte Gefühle? Ich hatte dem gegenüber gemischte Gefühle, ja. Weil bis zu einer bestimmten Stufe schauten die Dinge so gut aus und hörten sich die Dinge auch so gut an. Aber wissen Sie, ich bin christlich erzogen worden, wo unsere Eltern uns jeden Einzelnen in der Familie erzählten, besonders den Älteren. Mein Vater sagte, du weißt, wenn du dich in falschen Dingen verstrickst, wirst du dafür den Preis bezahlen müssen. Für alles in der Welt gibt es einen Preis. Also, dieser Gedanke war in meinem Kopf. Wie weit würde ich mit den Geistern gehen, bevor ich den Preis dafür bezahlen muss? Also machte sie es ein wenig nervös? Oh ja, aber sie gingen immer wieder hin? Oh, es gab keinen Weg, dort rauszukommen, denn es war, was uns preisgegeben wurde. Also machten sie aus Furcht weiter? Aufgrund der Furcht, ja. Denn der Hohepriester sagte, dass der Meister besondere Pläne für unser Leben hätte. Niemand geht gegen den Willen der Geister von dieser Gesellschaft weg, denn sie wurden von den Geistern hier eingeladen. Das war mir sehr bewusst. Er gab uns ausdrücklich zu verstehen, dass es gefährlich ist, gegen den Willen der Geister etwas zu tun. Er erinnerte sich an einen Mann und seine Ehefrau, die in einem feuerfesten Gebäude in Montreal gelebt hatten. Das Gebäude brannte mit ihnen darin ab. Er war ein Mitglied. Sie stellten ihn vor die Wahl. Er lehnte ab und wollte wieder austreten. Also in Wirklichkeit, Roger, wurden sie durch hochrangige, mächtige Dämonen ausgesucht, um ein Teil der menschlichen, besonderen, privilegierten Gruppe zu sein. Wissen Sie, diese Leute in Montreal, von dieser Gesellschaft, sind nur ein Beispiel. Es gibt Tausende von Geisteranbeter in verschiedenen Gesellschaften und verschiedene Geisteranbeter in der Welt. Aber er sagte, wir sind die Elite, wir kennen die ganze Wahrheit über den Meister und seine Engel. Und sie sehen nicht scheußlich aus, sie sind wunderschöne Kreaturen. Und die Gemälde, die sie hatten, an den Wänden in dem Anbetungsraum, sie sind einzigartige Geschöpfe. Besonders da war ein Gemälde, in voller Größe von Lucifer, über dem Altar. Das war sehr faszinierend. Er sah aus wie ein Mann mit hohem Intellekt und hoher Stirn. Die Art, wie seine Augen aussahen, dieser Blick, dieser Augen. Es gab dir die Tiefe der Wahrnehmung, dass er sehr viel Erkenntnis hat und Macht. Ja, Macht. Also Roger, der hohe Priester, vor dem Sie gesprochen haben, er war derjenige, der Sie runter in den Anbetungsraum brachte? War er derjenige, der die Gebetsstunde anführte, über die Sie gesprochen hatten? Ja, und er hatte einen Assistenten und einen Priester. Okay, wenn Sie in dieser Gebetsstunde waren, was für Dinge sind dann passiert während dieser Sitzung? Es gab viele Erfolgsgeschichten. Positive Ergebenheiten? Solche Sachen? Nun ja, viele Erfolgsgeschichten. Der Meister tat dies und das für mich. Ich erinnere mich an einen Schrotthändler, der prahlte, dass er ein halbes Dutzend Aufträge in verschiedenen Orten hatte, wie Quebec, und alles, was er berührte, wurde zu Geld. Er erzählte uns davon. Und dann war da noch eine Person, ein Hellseher, der nur für die Reichen arbeitete. Nur für die Superreichen.
Er sagte, ich habe das Wissen, Sie haben die Mittel, lass sie bezahlen. Er gab Empfehlungen, Ratschläge für Geschäfte. Sie gingen zu ihm und sagten, hör mal, ich habe auf dieses Geschäft ein Auge geworfen, das ich haben könnte. Diese Personen waren interessiert an dem Geschäft. Er sprach mit dem Geist, der Geist war für ihn hörbar. Sehen Sie, man konnte den Geist, der zu ihm sprach, nicht hören. Der Mann konnte ihn nicht hören. Der Geist konnte den Hellseher sagen, was er hören wollte. Er nannte sich selbst einen Astrologen, der den Mond und die Sterne lesen konnte. Wie nannte man diesen Mann? Wie war sein Titel? Hellseher. Es war interessant. Diese Person stand auf und sagte, ich hatte eine tolle Erfahrung gemacht. Diese Lady und ihr Ehemann brachten zu diesem Astrologen ein Bündel Geld. Er sagte, das ist für den Deal. Er arbeitet nur prozentual. Er arbeitet nicht für Sätze, nur prozentual von dem, was die Leute für Gewinne machten. Und sie waren damit sehr glücklich. Das hat ja auch seinen Grund. Aber dann, mein Herr, sagte der Geist, frag sie, wann sie dir die anderen 1700 Dollar geben werden, welche dir gehören. Und dann sagte er zu den Leuten, wann werden sie mir die 1700 Dollar geben? Das war mein Anteil von dem Deal. Die Ehefrau wurde ohnmächtig und der Mann sagte, wir werden das Geld für sie in 24 Stunden haben. Also wusste er, dass die Dämonen ihm geholfen haben? Ja, die Dämonengeister. An welchem Punkt begann die Dämonenanbetung dich persönlich zu beeindrucken, Roger? Es dauerte nicht lange, als der Priester uns sagte, dass die Zeit da ist, den Geistern zu vertrauen und den Geistern eine Chance zu geben, um für uns zu arbeiten. Und es gab eine Anzahl von Geschenken, die man wählen konnte. Früher habe ich bei Pferdewetten mitgespielt und ging zum Buchmacher. Ich sagte, hey, ich hätte gern von den Geistern, dass sie mich unterweisen, welche Nummern und die Namen der Pferde, die im Belmont gewinnen, oder auf anderen Rennstrecken, damit ich etwas Geld machen kann. Der Priester sagte, es wird dir gegeben werden. Und sicher genug. Eine Nacht fiel ich in Trance und träumte oder so ähnlich. Und ich sah drei Rennen, die wirklich große Auszahlungen hatten. Und diese Pferde waren Attrappen. Wissen Sie, sie waren keine guten Pferde. Ein Pferd bezahlte 21 zu 1. Denn er war so schlecht. Die Chance zu gewinnen war so klein, dass sie ihn 21 zu 1 gab. Ich sah die Tafel vom Buchhalter und die Nummer da drauf. Ich ging dahin und sie sagten, es ist an einem Samstag. Es war Mittwoch. Ein paar Tage später war dann Samstag. Ich ging hin und ich war sicher, da waren die Tafeln. Ich ging zum Wettbüro, übergab etwas Geld und machte aus mir einen Gewinner. Ich sagte, ich muss doch verrückt sein, ich muss mehr Geld setzen. Ich setzte 20 Dollar für das nächste Pferd. Das zahlte sich aus, 21 zu 1. Ich ging dort weg mit etwa 400 Dollar in meinen Händen. Und ich fing an, in diesem Fall bin ich direkt zum Geschäft gegangen, wo man die schönste Männerkleidung kaufen kann. Auf der Straße St. Catherine und kaufte mir einen 200-Dollar-Herrenanzug. 1946? Ein 200-Dollar-Anzug? Als ich noch in der Navy arbeitete, bekam ich 18 Dollar in der Woche. Die guten Einkommensgruppen verdienten 75 Dollar pro Woche. Und
Also die Dämonen sahen dich als Favoriten und halfen dir beim Spielen zu gewinnen. Dann ging ich zu anderen Buchhaltern und eines Tages...